Verkehrsexperten rufen zu besonderer Vorsicht auf, wenn man mit E-Bikes unterwegs ist. Erst in den vergangenen 2 Tagen hat es 2 schwere Verkehrsunfälle mit Elektrorädern gegeben. Einer endete sogar tödlich. Immer mehr Menschen sind mit E-Bikes unterwegs, vor allem Ältere. Die B57 bei Fähring. Ein 79-jähriger E-Bike-Fahrer dürfte vielleicht auch wegen eines Maisackers die herannahende Gefahr übersehen haben. Und auch die Stopptafel, der Zusammenprall mit einem PKW, endet für ihn tödlich. In Moreck wird ein 50-jähriger von einer Triebwagengarnitur erfasst. Er war ebenfalls mit dem E-Bike unterwegs und dürfte den Zug übersehen haben. Er wird schwerstens verletzt. Also beim einen waren es reine Kopfverletzungen, beim zweiten Unfall kann man von einem Polytrauma ausgehen. Das heißt, diese Kollision mit dem Zug war wirklich verheerend. Bereits ein Drittel aller Radfahrer ist mit dem E-Bike unterwegs. 2019 waren es noch unter 20%. Das Radfahren mit kleinerem oder größerem Anschub macht Spaß. Doch es gibt auch die dunkle Seite. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit warnt vor einem hohen Verletzungs- und Todesrisiko beim E-Biken. Die Unfallzahlen haben sich zuletzt verdoppelt. Im Vorjahr haben sich allein in der Steiermark 1000 Personen im Spital behandeln lassen müssen nach einem E-Bike-Unfall. Es gab 3 Todesopfer. Sportwissenschaftler Arne Oelknecht organisiert seit Jahren Radfahrtrainings, besonders auch für die Altersgruppe 60+. Man braucht Reaktionsfähigkeiten, man braucht Gleichgewichtsfähigkeiten. Die sind bei den Leuten halt leider nicht mehr so gut entwickelt. Das heißt, die vergessen auch, dass das halt regelmäßig trainiert gehört. Besonders Männer würden meinen, sie könnten ja Radfahren. Vieles werde da unterschätzt. Generell ist natürlich mit dem E-Bike schon ein bisschen anders zu fahren. Das ist schwerer, das schiebt mehr, die Bremsen sind giftiger. Die Verkehrsressorts des Landes und der Stadt Graz bieten kostenlose Radfahrtrainings an. Noch im September gibt es welche etwa in Graz, Leibniz, Tilmitsch und Feldbach.